Ja, wer ist dabei? Unter anderem Fabian Schlumpf aus der Schweiz von der Fliegenhütten, die mehrfache Meisterin, die Schweizer Rekordhalterin. Leider letztes Jahr die WM absagen müssen wegen einer Verletzung. Lena Kirsch ist dabei, die vierte der deutschen Jugendmeisterschaft. Lisa Vogelsang, die deutsche U18-Meisterin. Anna-Christine Fischer, die dritte der U18-Meisterschaft, die fünfte dieser Meisterschaft, Kira Reinhardt. Und zwei Französinnen, Marie und Lucie Nivet, die im letzten Jahr Platz 4 und 5 belegt haben. Das Feld auf diesem 2000 Meter Hindernis. Und nicht ganz überraschend, die Schweizerin von der TG Hütten, Fabienne Schlumpf, hier an erster Stelle, wie gesagt, mehrfache Meisterin, 13. der Europameisterschaften in Zürich 2014. Und ich sage das in der Gewissheit, dass wir in diesem Jahr ja auch wieder eine Europameisterschaft haben, nämlich in Amsterdam. Ihre Bestzeit über 3000 Hindernis, 9:37.81 im Jahre 2014 gelaufen. Du denkst aber, du musst auf der letzten Kamera fallen. So, das bröselt sich ein bisschen auseinander. Und ich denke, wo die Leute mit vorbeikommen, sollten wir sie anfordern. Erste Runde geschafft. 3000 Hindernis, immer eine schwierige Strecke natürlich auch. Also, feuert sie an, die Läuferinnen, da wo sie vorbeikommen, unterstützt sie auf ihrem Weg über die 5, jetzt noch 4 Stadionrunden mit den Hindernissen. Und in Führung immer noch Fabian Schlumpf von der TG Hütten aus der Schweiz, Jahrgang 90. So, komm, auf geht es für die Athletin dahinter, Lena Knirsch, Elgin-Region, Karlsruhe. Mit der 635 Lisa Vogelgesang und mit der 28 Lisa Hürth aus vom SSC Hanau. Auch in der Kurve dort stehen jetzt die meisten Zuschauer und schauen sich den Wassergraben an. Ihr dürft natürlich auch anfeuern. Gegen die Balustrade und in die Hände klatschen für die Erste. Ja, sie macht Hirsch die Zweite in ihrem ersten Frauenjahr, letztes Jahr Zweite der U20 hier in Wieshausen. Und für alle anderen geht es natürlich auch für die U18-Athleten. Das vielleicht mal so ein bisschen in Aussicht. Schauen wir dann auch einmal auf die Fabian Schlumpf. Ja, hier eine Ergänzung vielleicht noch auch zur Information für unsere Zuschauer. In diesem Rennen sind auch einige Läuferinnen dabei, die um die baden-württembergische Meisterschaft auf dieser Strecke kämpfen. U20 und U18-Läuferinnen markiert. Wenn es denn so ist, mit einem roten Punkt auf der Startnummer, und ich denke, die sind auch bei dir auf der Startliste entsprechend gekennzeichnet an die. Ja, und die drittplatzierte Lisa Vogelgesang, Eintracht Hildesheim, die hat hier eine echte Chance in Richtung U18-EM-Norm zu laufen, wenn ich mir die Zwischenzeit anschaue. 6:52 müsste sie laufen. Sie liegt an dritter Stelle und sie wollen wir natürlich auch weiter beobachten. Lisa Vogelgesang, Jahrgang 99 im zweiten U18-Jahr. Also es geht nicht nur um den Sieg, es geht auch um schnelle Zeiten, um Bestzeiten, vielleicht auch um Normen für die deutschen Jugendmeisterschaften, aber eben auch um internationale Normen, da es jetzt noch dort haben. Mit Fabian Schlumpf, mit der Schweizer Rekordhalterin, die der hier unterstützen sie, da sie das vorletzte Mal auf die Gegengerade kommt. Auf geht's. Da nutzt noch einmal die Balustrade. Haut dagegen. Fabian Schlumpf, sie will natürlich zur EM, sie will auch nach Rio. Und dahinter mit der 555 Lea Knirsch und dann, ganz interessant, Lisa Vogelgesang. Auf einem guten Weg. Auch dieser Höhe, das ist die Anna Odebach, eine U18-Athletin als nächste. Und dann Sibylle Herrlich, die Region Karlsruhe, auch sie im ersten U18-Jahr.
Noch einmal, die Norm für die U18-Europameisterschaft in Tbilisi in Georgien beträgt 6 Minuten 52. Die dritt-, viert- und fünftplatzierte, die sind in diesem Altersbereich. Wir sind gespannt, was da möglich ist. Also, Hauptsidilisch, super! Wie wird das Rennen hier gewinnen? Das ist ganz klar. Die Zeit schauen wir uns dann an. Sie hat in der Bestzeit eingegeben von 36. Das kann hier ein bisschen besser werden. Und dahinter. Jetzt hat sie auch die zweite Position erreicht. Lisa Vogelgesang, Eintracht Tübingen. Auf dem Weg zur U18-Norm, Fragezeichen. Das wollen wir uns natürlich anschauen. Das erste Mal gibt es eine Europameisterschaft U18 in Tbilisi. Und Lisa Vogelgesang hat die Chance. Wenn sie jetzt noch ein bisschen Tritt macht, Lisa, auf geht es. Und Fabian Schlumpf ganz vorne. Lisa jetzt auf den letzten 200 Metern. Wird eine enge Kiste, wird eine schöne Zeit, aber wird ganz schwierig. Fabian Schlumpf gewinnt das Ganze, der Mittelrekord ist jetzt durch. Fabian Schlumpf läuft jetzt gleich durchs Ziel. 28, 29, 50 und wir schauen auf Lisa Vogelgesang. Lisa, auf geht es. Noch 6 Minuten und 35, 36, 6 Minuten 40, was noch 12 Sekunden, komm. Das wäre eine U18-Erinnerung, Lisa Vogelgesang, einfach hingefallen. Und 6 Minuten, 51, hey, super, Gratulation. Thank you.